Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz. Denn Deutschland ist längst Einwanderungsland, seit Jahrzehnten. Doch dadurch, dass wir kein Einwanderungsgesetz haben, wird permanent das Asylrecht für den Wunsch auf Zuwanderung nach Deutschland missbraucht. Mit den entsprechend chaotischen Folgen, wie wir sie in den letzten Monaten beobachten mussten. Wir Freie Demokraten setzen klar auf eine qualifizierte, gesteuerte Zuwanderung. Wir wollen über ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild klare Bedingungen festlegen zu Bildungsstand, Berufserfahrung oder auch Integrationsfähigkeit, nach denen man in den deutschen Arbeitsmarkt eingeladen wird und entsprechend jährlich festlegen, wie viele Personen wir zu uns einladen. Das würde unseren Wohlstand stützen, denn wir haben eine Fachkräftelücke von ca. 350.000 Personen jedes Jahr. Damit würden auch mehr Steuer- und Sozialabgaben in die Kassen kommen. Das stabilisiert unsere Sozialsysteme. Aber vor allem würden wir endlich das Asylverfahren auf die konzentrieren, die wirklich politisch oder religiös verfolgt sind oder auch vor Bürgerkriegszuständen phasenweise flüchten. Deswegen noch einmal, Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz, damit wir steuern können, damit wir selbst bestimmen können, wen wir nach Deutschland in unseren Arbeitsmarkt einladen.